Herr bin ich, dass ich mir zugestehen dürfte, ich müsste in jedem Augenblick die richtigen, ich wüsste in jedem Augenblick die richtigen Handlungsweise. Wer bin ich schon, dass ich mir erlauben dürfte, immer zu wissen, was für andere falsch und richtig, vernünftig und töricht sei? Wer bin ich schon, dass ich der Welt ein starres Bild überstülpen dürfte, mit dem ich sie eindeutig erklären könnte? Ich habe kein Recht dazu. Denn ich bin alles andere als perfekt. Und ich habe schon lange allen Heilslehren abgeschworen, die mir erzählen wollten, wie man zu denken habe, um womöglich dann perfekt zu sein. Ich kann mich einzig auf die Seite des Herzens schlagen und mein Herz jeden Tag aufs Neue befragen, was zu tun sei. Wie oft habe ich mich schon geirrt? Habe ich Wahres für falsch und Falsches für wahr gehalten? Zu oft. Um endgültige Wahrheiten zu verkünden, das kann ich nicht. Und vor allem hier wollen wir das nicht. Nur in der tätigen Güte, und die ist nur auf der Seite des Herzens zu finden. Das waren Auszüge aus einem Gedicht, geschrieben am 26. Juli 2014 von Konstantin Wecker. Und genau in diesem Sinne freue ich mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr die seid, die sich für Frieden interessieren, dass ihr kommt, um Fragen zu hören, um Fragen zu stellen, um hoffentlich auch reden zu wollen, denn das brauchen wir hier. Denn ihr seid die Sanftmütigen, die vor 2000 Jahren angemahnt wurden unter diesem Transparent. Gut, hat das da nicht gehangen, aber unter der Losung. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, denkt um, und hat gesagt, ihr seid die Sanftmütigen. Und ihr seid die Sanftmütigen. Nun haben wir den Jesus hier nicht mehr und wir haben noch keine Propheten hier. Aber wir haben hier auf diesem Platz mündige Bürger, die sich politisch interessieren, die Fragen haben, die Fragen stellen wollen und die Antworten haben wollen. Und diese Antworten werden wir uns hier in den nächsten Wochen und in den nächsten Jahren erarbeiten. Wir werden nicht still zur Seite gehen. Wir werden hier wieder und wieder kommen. Am nächsten Montag wieder hier und am übernächsten Montag wieder auf dem Augustusplatz. Und von da an immer auf dem Augustusplatz. Es ist mir wichtig, euch so willkommen zu heißen. Mittlerweile sind wir auch schon 20 Leute. Also, und wir werden auch wieder 200 werden. Denn jedes Mal, wenn ihr kommt, werden andere sehen, okay, warum geht denn da jemand hin? Was interessiert den denn da? Und es wird ihn interessieren, was hier passiert. Wir haben Anfragen von bekannten Rednern, Friedensaktivisten, die seit Jahren Friedensarbeit aktiv machen. Natürlich gehören die dann auch zu der sogenannten klassischen Friedensbewegung. Und die neue Friedensbewegung wird sich mit der klassischen Friedensbewegung auseinandersetzen müssen. Das gehört dazu. Und das kann auch unbequem werden. Aber dann wird eine gemeinsame Friedensbewegung wieder möglich werden. Denn, so wie ich am Augustusplatz vor Wochen gesagt habe, wir müssen mit unseren Friedensthemen der alten klassischen Friedensbewegung und der neuen in die Köpfe rein. Vor allem erstmal in unsere Köpfe. Wir müssen diese Themen durchdenken, die immer da sind. Wir müssen an die Gewalt denken, die überall passiert. Und wir müssen hinterfragen. Dann werden Menschen eine neue Friedensbewegung in Deutschland gestalten können. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen.
Heute haben wir zwei Reden und so bitte ich mir gleich sehr früh, wir haben es 5:30, die Josi ans Mikrofon. Hallo zusammen. Ich war jetzt die letzten Wochen immer stille Beobachterin hier, habe genau wie ihr hier auf dem Platz gesessen und mir das alles angehört. Und wie das so kommt, denkt man über viele Sachen nach und macht sich so seinen eigenen Kopf dazu. Und ich habe mir Gedanken zu dem Thema gemacht, wie ist unsere Welt oder wie hält das Geld unsere Welt zusammen? Und was hat das Thema Krieg und Gewalt damit zu tun und auch die Rüstungsindustrie, was hat die damit zu tun und wie hängt das alles miteinander zusammen? Ich möchte gleich eigentlich vorab sagen, dass ich nicht von mir behaupte, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Das sind alles, was ich vortragen will, meine eigenen Gedanken dazu. Wenn ihr andere Gedanken habt oder andere Ansätze seht, dann können wir danach gerne miteinander sprechen, auch gerne am offenen Mikro. Genau, und ich würde einfach mal loslegen. Also verzeiht es mir, wenn ich jetzt viel ablese, ich bin nicht mehr so sehr darin geübt, jetzt frei zu sprechen. Wir alle haben Grundbedürfnisse, die wir decken müssen. Zum Beispiel Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Das Geld dient dazu, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Die Realwirtschaft erzeugt diese Güter, die konsumiert werden müssen oder sollen sogar, um eben diese materiellen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Der Zinsanteil, der sich in unseren Lebenshaltungskosten, also zum Beispiel Essen, Wohnung, Kleidung, verbirgt, liegt heute bei etwa rund 40%. Jeder Händler muss schließlich auch die Zinsen, zum Beispiel eben für die Miete seines Ladens, in die Preiskalkulation einfließen lassen. Ein durchschnittlicher Haushalt gibt so etwa jährlich ca. 25.000 Euro für seinen Lebensunterhalt aus und bezahlt damit Jahr für Jahr ungefähr rund 10.000 Euro Zinsen, sofern er eben auf der anderen Seite jetzt keine Zinseinnahmen hat. Normale Bürger, da würde ich mich jetzt dazu zählen, die keine oder wenig Sparguthaben haben, können diesen Zinseszinseffekt aus ihrer Arbeit eigentlich so gut wie nicht mehr bestreiten. Alles wird in dem Sinne teurer. In den vergangenen 20 Jahren sind so die Schulden der Privathaushalte im Vergleich zu deren Einnahmen immer weiter gestiegen. Auch die Unternehmen haben zu knabbeln. Es wird gespart, wo es eben geht. Es werden zum Beispiel immer günstigere Produkte gekauft, die Nachfrage nach billig produzierten Gütern steigt. Unternehmen sparen, wo sie können, zum Beispiel eben bei den Personalkosten. Da würde ich jetzt zum Beispiel die Stichworte Leiharbeit oder Niedriglohnsektor mit dazu zählen. Oder eben auch die laufenden Kosten, zum Beispiel billiges Büromaterial kaufen. Oder eben es werden nötige Investitionen einfach verschoben. Gleichzeitig wird aber versucht, die Einnahmen zu steigern, um die höheren Kosten so zu kompensieren. Das heißt zum Beispiel, dass immer mehr Menschen einen zweiten oder sogar dritten Job annehmen. Diese Zahl des Zweitjobs hat sich in den letzten 10 Jahren sogar verdoppelt. Kredite werden zum Beispiel angeschafft, um die laufenden Kosten zu decken, weil zum Beispiel die Miete gestiegen ist oder man sich noch ein Auto anschaffen muss oder ein Haus kaufen möchte. Und die Unternehmen versuchen neben dem Sparen sogar natürlich dann noch zu wachsen. Und das heißt, mehr Aufträge, mehr Umsätze generieren. Was eigentlich, wenn man das jetzt mal metaphorisch betrachtet, total absurd ist, weil wenn ein Mensch nur halb so viel ist, kann man auch nicht wachsen. Also dicker werden in dem Sinne. Ich habe das Wachstum der Zinsen mal durch den Zinsrechner im Internet laufen lassen. Dabei ist dann bei einem Rechenbeispiel Folgendes rausgekommen. Wenn ich jetzt 100.000 Euro über 10 Jahre anlege mit einer Verzinsung von 3% per anno, habe ich nach 10 Jahren insgesamt 134.391,64 Euro. Das heißt, die Zinsen sind insgesamt 30.000 Euro und die Zinsen aus dem Zinseszinseffekt betragen 4.391,64 Euro. Was, wenn man das jetzt mal gesamt in den 10 Jahren sieht, einen Gesamtgewinn von 34,4% ausmacht, ohne dass man dafür irgendwie gearbeitet hat.
Aber diese kleine Zahl von den 100.000, die ich eben sagte, das ist eigentlich wirklich nur ein Rechenbeispiel. Das im Vergleich zu dem, mit welchen Zahlen in der Finanzwirtschaft jongliert wird, ist das eigentlich eine verschwindend geringe Zahl. Das wissen wir ja alle. Aber um genau dieses exponentielle Wachstum bedienen zu können, muss die Wirtschaft ja wachsen. Das wird so natürlich aber nicht nach außen zu uns Menschen getragen. Stattdessen hören wir zu dem Thema Wachstumszwang in dem Sinne immer den Satz, dass unsere Wirtschaft wachsen muss, um bestehen zu bleiben. Das haben wir alle, denke ich mal, oft genug jetzt gehört. Und viele hinterfragen das nicht und nehmen das als selbstverständlich hin. Ich würde jetzt mal ein Zitat aus Wikipedia bringen, darin wird gesagt, ein Wirtschaftswachstum wird von den meisten Ökonomen als notwendig angesehen, um eine Erhöhung der Arbeitslosenquote zu vermeiden oder diese zu verringern. Das würde ich jetzt gerne mal so kommentarlos stehen lassen. Die jährlichen Zahlen des Wirtschaftswachstums werden ja immer herausgegeben. Das sind zum Beispiel, 2011 hatten wir ein Plus von 3,3% im Vergleich zu 2010. 2012 war es ein Plus von 0,7% im Vergleich zu 2011. Und jetzt 2013 war es ein Plus von 0,4% im Vergleich zu 2012. Das sind ja jetzt die letzten zwei Jahre, sage ich mal, ganz kleine Zahlen. Aber auch aufgrund dessen, dass es kleine Zahlen sind, ist die Wirtschaft sozusagen immer stetig gewachsen. Das bedeutet auch, dass der Konsum zugenommen hat, mehr Waren verkauft wurden. Da aber unsere natürlichen Ressourcen auf diesem Planeten mit den Wachstumszahlen gar nicht mithalten können, kann de facto nicht unendlich weiter konsumiert werden. Also ich kann heute wie in 10 Jahren eigentlich, also ich jetzt als Person, kann jetzt wie heute in 10 Jahren nur 1500 Kalorien zu mir nehmen, ohne körperlich zu wachsen. Und mir wächst auch in 20 Jahren kein drittes oder viertes Ohr, weil ich dann eben 2, 3 oder 4 Handys haben muss, um das Wirtschaftswachstum irgendwie bedienen zu können. Das heißt, dass aus dem Zinseszinssystem verursacht, wie zuletzt 2013, regelmäßig Zusammenbrüche stattfinden müssen, denn nichts auf der Welt kann zeitlich unbegrenzt exponentiell wachsen. Um den Bogen jetzt mal zu spannen, habe ich mir aus diesen Fakten heraus gefragt, was hat die Rüstungsindustrie damit zu tun, was hat Gewalt und Kriege damit zu tun. Weil eben nichts unbegrenzt wachsen kann und niemand mehr konsumieren kann, als er eigentlich braucht, müssen eben andere Wege gegangen werden, um das Wirtschaftswachstum am Laufen zu halten. Und meiner Meinung nach ist eine wichtige Branche in dem Sinne auch die Rüstungsindustrie. Weil wie der Name schon sagt, bedient die Rüstungsindustrie nicht unsere materiellen Grundbedürfnisse. Also ich muss niemanden umbringen, um morgen noch leben zu können. Das ist einfach schwachsinnig. Und damit dieser Industriezweig stetig verkaufen und die Umsatzzahlen steigern kann, profitiert er natürlich an allen Krisenherden auf dieser Welt. Ich habe mir jetzt mal ein kleines Beispiel genommen, um wirklich nur ein Beispiel von den Rüstungsfirmen, die wir hier in Deutschland haben. Ich sage jetzt einfach mal den Namen, das ist die Firma Heckler & Koch. Da habe ich auf der Website mal geschaut und würde euch jetzt gerne mal ein Zitat von der Website bringen. Heckler & Koch ist ein weltweit führender Hersteller von Handfeuerwaffen mit festen Wurzeln am Standort Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für Sicherheitskräfte, Polizei und Sondereinsatzkräfte der Bundeswehr, der NATO und NATO-assoziierter Staaten. Heckler & Koch steht für höchste Qualität und innovative Produkte. Darüber hinaus ist Heckler & Koch der einzige Handfeuerwaffenanbieter mit einem umfassenden Produktportfolio. Das Sortiment umfasst Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Präzisionsgewehre, Maschinengewehre, Trainingssysteme sowie 40mm Systeme. Dabei sind die einzelnen Waffengattungen als Produktfamilie konzipiert. So bietet Heckler & Koch eine variable Modellpalette, die auf die verschiedensten Einsatzbedürfnisse zugeschnitten ist. Ja, die Art und Weise, wie hier ein Waffenproduzent über sich selbst schreibt, lässt vielleicht im kurzen Moment vergessen, worum es hier eigentlich geht. Also es geht nicht darum, dass jemand Kleidung oder Schuhe verkauft und die dann auf die verschiedensten Einsatzbedürfnisse zugeschnitten sind. Nein, es geht eben um Maschinen, die Menschen töten. Moment.
Walter und Koch hat auch noch eine Corporate Compliance. Das fand ich auch ganz toll. Da muss ich euch unbedingt noch was vorlesen davon. Heckler & Koch ist ein weltweit führender Hersteller von Handfeuerwaffen. Das Unternehmen steht für höchste Qualität und innovative Produkte. Diese Position als weltweiter Markt- und Technologieführer will Heckler & Koch erhalten und weiter ausbauen. Die Qualität der Produkte ist dabei nur ein wichtiger Erfolgsgarant. Der nachhaltige Geschäftserfolg und das Vertrauen der Kunden hängen in besonderem Maße von rechtmäßigen und ethisch einwandfreiem Handeln des Unternehmens und seiner Mitarbeiter ab. Deshalb genießt die Einhaltung von Recht und Gesetz absolute Priorität bei Heckler & Koch. Entschuldigung. Lieber verzichtet das Unternehmen auf den Abschluss eines Geschäfts, als gegen ein Gesetz, eine behördliche Regelung oder einen ethischen Grundsatz zu verstoßen. Also das hat mir jetzt beim ersten Lesen echt die Sprache verschlagen. Dass das so in dem Sinne nicht stimmen kann, das wissen wir ja alle. Und dass man einen echt niedrigen ethischen Grundsatz haben muss, wenn man Tötungsmaschinen verkauft, ist uns hier wohl allen auch klar. Ja, Rüstung ist also zu einem verlässlichen Garanten für Wirtschaftswachstum geworden. Wenn man jetzt mal googelt nach den Umsatzzahlen der Rüstungsindustrie im Internet, da bekommt man wirklich wenige Zahlen. Es fällt aber immer der Satz, dass stetig Umsätze gesteigert werden. Die finanzmarktkritische Organisation Pacing Finance stellte 2012 eine Studie vor. Der Organisation zufolge hat das Interesse der Anleger und Investoren in den Geschäften der Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahren sogar zugenommen. Die meisten Waffenhersteller weisen solide Umsatzzahlen auf und bescheren den Anlegern stabile Renditen. Die Waffenindustrie wurde in den vergangenen Jahren immer attraktiver für Investoren, weil die Umsätze und Exporte steigen, sagt zum Beispiel Thomas Küchenmeister von Facing Finance. Ich habe ein paar kleine Zahlen jetzt aus dem Internet bekommen. Das sind von 2011, gab es hier in Sachsen 46 Firmen, die auch Waffen verkauft haben. Die hatten zusammen einen Gesamtumsatz von 117 Millionen Euro. In Deutschland gibt es verschiedene Versicherer, die auch ja, einige Rüstungsfirmen unterstützen. Dabei ist zum Beispiel die Allianz mit 402 Millionen Euro, Munich Re mit 25 Millionen Euro, die Deutsche Bank mit unglaublichen 533 Millionen Euro, die Commerzbank mit 104 Millionen Euro. Begünstigte Firmen sind dabei unter anderem General Dynamics, Textron, Rheinmetall, Lockheed Martin und Allianz Tech Systems. Und darüber hinaus forciert sich jetzt mittlerweile nun auch noch ein weiteres Geschäftsfeld der Rüstungsindustrie, nämlich die innere Sicherheit. Ich habe einen ganz tollen Artikel im Internet gefunden, der heißt Innere Sicherheit, neues Geschäftsfeld für die Rüstungsindustrie von Christopher Steinmetz. Würde ich jetzt mal was vorlesen, einen kleinen Absatz. Die deutschen Firmen reagieren zwar später als die amerikanische Konkurrenz auf die veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, die sich aus den Anschlägen vom 11. September ergeben haben, aber sie reagieren immer noch rechtzeitig. Die NATO-Staaten haben die Terrorismusabwehr zu einer zentralen Aufgabe der Sicherheitspolitik erklärt, die überwiegend mit militärischen Mitteln zu gewährleisten ist. Das heißt, lukrative Produkte sind hier zum Beispiel unbemannte Drohnen, Schutzausrüstungen für Verkehrsflugzeuge gegen Boden-Luft-Raketen, Führungs-, Aufklärungs- und Kommunikationssysteme, Elektroschockwaffen, Panzerung von Fahrzeugen, Schutzschilde oder auch Schutzwesten. Zitat Anfang. Alleine der potenzielle Absatzmarkt für Drohnen soll in den nächsten 10 Jahren einen Umfang von 740 Millionen Dollar haben. Zitat Ende. Wenn man jetzt alleine diesen Punkt, die innere Sicherheit, weiterspinnt, kann man sich gleich vorstellen, dass die wachsenden Proteste aufgrund der immer größer werdenden Ungerechtigkeiten in der Welt, wie sie jetzt schon in Spanien, Portugal und Griechenland passieren, ein guter Wirtschaftsmotor für die Rüstungsindustrie sind. Sollten sich diese Proteste jetzt auch noch in weiteren Ländern vervielfachen, gewinnt dieser Sektor weitere Aufträge. Man kommt also bei diesen Überlegungen nicht umhin zu denken, dass das Problem der wachsenden Ungerechtigkeit und der sozialen Probleme Konflikte sind, die vollständig gelöst werden wollen. Zumindest jetzt aus wirtschaftlicher Sicht der Rüstungskonzerne würde sich ja deren Umsatz dann schmälern.
Es schaut also so aus, als ob diese Probleme weiter bestehen sollen, da sie auch dem Wirtschaftswachstum dienen. Nun habe ich mich in der ganzen Sache gefragt, was gibt es für Alternativen? Was kann man machen? Was kann ich machen? Und ja, ich habe jetzt mal ein paar Alternativen zusammengestellt, habe aber wie schon vorab gesagt, also ich lege jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder totale Political Correctness, das ist einfach nur meine eigene Meinung. Ich habe mal den Punkt A, eigener Konsum. Also wenn wir von Gewalt und Krieg sprechen, komme ich in meinen eigenen Überlegungen eigentlich nicht umhin, das Thema des eigenen Konsums anzusprechen. Weil auch mit dem Konsum von materiellen Grundmitteln kann Gewalt an unserem Planeten verursacht werden. Der Raubbau an der Natur manifestiert sich in vielen Bereichen, zum Beispiel der Nahrungsmittelindustrie oder dem Energiesektor. Alternativen könnten hier zum Beispiel sein der ökologische Landbau, regenerative Energien, die Reduktion des Fleischkonsums oder der Konsum von fair gehandelten Produkten, wie zum Beispiel Textilien. Man sollte aber auch überlegen, ob es nötig ist, jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen oder ob man stetig einen größeren oder besseren Fernseher braucht. Denn allein die Branche der Elektronikartikel birgt ein riesengroßes Konfliktpotenzial für Bürger- und Ressourcenkriege, zum Beispiel in Afrika. Dies alles geschieht natürlich nicht ohne Bildung, Recherche und der Lust, stetig am Thema immer dabei zu bleiben. Der eigene Konsum umfasst aber auch Segmente der Finanzwirtschaft. So sollte man sich die Frage stellen, in welchen Bereichen investiert meine Bank das von mir hinterlegte Geld? Wo investiert mein Versicherer das Geld, das ich ihm für die Riester-Rente überweise? Hier sollte man durchaus einen langen Atem dabei haben, einfach mal und den Mut natürlich aufbringen, bei der eigenen Bank oder beim Berater nachzufragen. Sollte die Antwort jetzt ganz ernüchternd ausfallen, dann ist vielleicht ein Wechsel doch durchaus der bessere Weg. Ja, das Thema Bildung und Recherche habe ich jetzt schon kurz angeschnitten, weil die Themen Kapitalismus, Finanzwirtschaft sind wirklich vielfältig und komplex. Man sollte also nicht müde werden zu recherchieren und sich weiterzubilden. Ansatzpunkte sind zum Beispiel die Auswirkungen des Zinseffektes, Wirtschaftswachstum, aber auch Stichworte wie Subventionen, Finanzwirtschaft und Realwirtschaft. Und eng verflockt mit dem Thema Gewalt und Krieg sind natürlich auch die Themen Flüchtlings- und Asylpolitik, um alles wirklich dann in einem ganz großen Kontext wahrnehmen zu können. Ja, eng verbunden mit dem Thema Bildung ist natürlich auch das Engagement für Alternativen und regionale Projekte. Wichtige Ansatzpunkte sind natürlich die Friedensbewegungen hier wie diese Mahnwache, aber auch zum Beispiel Initiativen zum Thema fließendes Geld. Fließendes Geld würde ich jetzt kurz erklären, das ist einfach, das bedeutet, dass das Geld nicht mehr gehortet werden kann, um von den Zinseinnahmen zu profitieren, denn niemand erhält beim fließenden Geld auf das Guthaben Zinsen. Man wird oder bleibt also nicht reich, ohne etwas selbst dafür zu tun oder eben zu arbeiten. Das Geld soll fließen, wie es eben schon heißt, sodass es allen gleichermaßen zugute kommt. Dabei hilft die Umlage, Sicherung bzw. Abgabe eben, die monatlich vom Guthaben abgebucht wird und somit einen Impuls gibt, das Geld nicht zu horten, sondern aktiv damit am Wirtschaftskreislauf teilzunehmen und zum Beispiel eben auch, man könnte sagen, zinslos Kredite zu vergeben. Diese Umlagesicherung soll dabei zurück zur Allgemeinheit fließen und allen zugutekommen. Sie könnte dann zum Beispiel für Leistungen genutzt werden, die allen zugutekommen, wie jetzt zum Beispiel Straßenbau, Kultur und Justiz. Also das sind jetzt nur wenige Beispiele. Hier regional gibt es auch noch, also hier, wenn wir von Leipzig sprechen, zum Beispiel Tauschringe, wie eben der Batzentauschring oder der Lindenthaler. Aber auch, es gibt die Initiative Lust auf neues Geld. Sie hat hier einen Stammtisch in Leipzig, kollidiert von der Zeit etwas hier mit der Mahnwache. Die treffen sich immer montags 19 Uhr in der Symbiose auf der Karl-Liebknecht-Straße. Da kann man dann auch über fließendes Geld diskutieren. Ja, das sind interessante Ansatzpunkte, aber auch, also meine Meinung, das fließende Geld in Kombination mit dem bedingungslosen Grundeinkommen bietet auch interessante Konzepte. Wie eben zum Beispiel beim Lindenthaler oder eben der Wissensmanufaktur vom Herrn Popp. Ja, ein alternatives Geldsystem ohne Wachstumszwang könnte durchaus die Gewalt und die Kriege auf der Welt verringern, sehe ich so. Wichtig im Hier und Jetzt.
ist aber zuallererst die Zusammenhänge zwischen Krieg und Wirtschaftssystem zu begreifen und Alternativen zu finden und weiterzuentwickeln. Vielleicht habt ihr alle ja auch gute Ansätze und Ideen. Und dann sollten wir diese eben genau gemeinsam besprechen, diskutieren und in die Tat umsetzen. Hin zu einer friedlicheren Welt, in der wir keine Konkurrenten und Feinde sind, sondern Freunde und Nachbarn. Ich danke euch. Danke, Josi. Das war wieder sehr viel. Wir merken, dass wie unwahrscheinlich komplex das alles ist. Und ich komme zu dem Punkt, wo ich ein bisschen Respekt vor habe. Ich möchte euch aufrufen, jetzt mal kurz eurem Bauchgefühl nachzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt zu dem vielen, was Josi gesagt hat, auch mal was sagen. Es ist noch nicht das offene Mikro, es ist jetzt wirklich speziell zu der Rede, die Josi geführt hat. Ja, bitteschön. Einen haben wir schon. Und bitte fühlt euch eingeladen, wenn jetzt noch jemand... Nur zu. Ja. Ich bin Eberhard Date und ich wollte nur Folgendes sagen, dass der Vortrag für mich ein bisschen theoretisch war. Aber ich finde, das muss auch sein, damit wir die Hintergründe wissen. Ich war in den 68ern, ich weiß genau, wie das damals abgelaufen ist, genauso ähnlich. Allerdings muss ich jetzt Folgendes dazu sagen, und zwar, ich finde es doch ein bisschen praktisch besser, denn mich hat die ganze Sache schon vor mehreren Monaten ereilt. Mein Grundstück wurde platt gemacht, es sind zig Bäume, über 50 Bäume, alte Bäume, seltene Bäume, vernichtet worden, und dahinter steckt das Kapital. Ein Bauunternehmer, der gemeint hat, das Grundstück gehört mir. Und ich musste gegen zwei Kettensägen angehen, dreimal die Polizei holen, und die stand nicht auf meiner Seite. Auch Bund für Umwelt und Naturschutz und die ganzen anderen Organisationen haben sich bis heute nicht bei mir gemeldet, geschweige denn sich das mal angeguckt. Ich finde, hier hakt es ein bisschen an der Umsetzung. Und ich denke mal, wenn wir ein bisschen mehr an die Praxis rangehen und den Leuten helfen, denen es wirklich Not tut. Ich bin auch gerne hier und laufe für alles mit. Ich bin vorleben alles gegangen. Aber Leute, wenn es dich selber trifft, ich war 3 Monate fertig mit der Welt. Könnt ihr mir glauben? Und ich weiß mal, was ich erzähle. Ich bin in der Welt rumgekommen. Ich wusste, was abgeholzt wurde und platt gemacht wurde, und auch Menschen, nicht nur die Umwelt, Tiere und Menschen. Und das war in Südafrika damals 75. Ich möchte mich erstmal bedanken bei euch, ich komme immer wieder und ich unterstütze euch und hoffe, dass wir jetzt so schnell wie möglich mehr als 500 Leute werden. Danke. Hallo, ich bin jetzt auch schon... Ja doch, ich war bei der ersten Mahnwache auch schon dabei. Jetzt will ich auch was dazu sagen, weil im Prinzip am Anfang hätte ich genauso was verpasst wie die Dame. Aber inzwischen gehe ich mit dem Herrn mit, die Praxis fehlt. Seit Jahren machen wir beim Grundeinkommen Aktionen. Und trotz der Mahnwachen haben wir nicht mehr Leute, die aktiv was mitmachen. Also viele Leute wissen gar nichts über das Grundeinkommen. Im Prinzip kann man Plattformen oder irgendwas nutzen, wo man rausgeht und wirklich mit den Leuten redet. Und es kommt gut an bei den Menschen. Also aktiv werden ist wirklich so eine Sache, die man einfach mal machen sollte. Es kann Spaß machen, kann natürlich auch frustrieren. Aber ja, ich wünsche es allen, dass sie irgendwo was finden, wo sie sich tatsächlich aktiv einbringen. Und eben nicht nur das theoretische Internet. Klar, ich bediene euch im Prinzip, die ihr eben nur zuschaut, mit YouTube-Filmen und so, aber macht irgendwas praktisch mit den Leuten zusammen und so, und da passiert etwas mehr, als wenn man nur theoretisch über was nachdenkt. Also es wäre schön. So, Dankeschön. Das waren schon mal 2 Beiträge. Danach kommt Max, und der hat mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Rede. Hallo Leipzig, mein Name ist Max. Ich habe heute einige Gedanken niedergeschrieben, die ich mit euch teilen will. Und so ähnlich wie Josi warne ich euch, also ich lese nur ab. Ich bin noch nicht so weit, dass ich
perfekte Reden halten kann aus dem Stegreif. Im März stellte uns der Spiegel Putin als Brandstifter in der Ukraine-Krise dar. Auf der Titelseite sahen wir den russischen Präsidenten in Übergröße, der von Klein Obama, Klein Cameron und Klein Merkel, diese mit einem weißen Fähnchen in der Hand, ängstlich und erstaunt von unten angeschaut wird. Der Brandstifter, lautete die Überschrift. Wer stoppt Putin? Fragt uns die Titelseite weiterhin. 21 Wochen später, also heute, ruft uns der Spiegel auf seiner Titelseite in großen roten Lettern auf. Stoppt Putin jetzt! 50 kleine Fotografien zeigen einen Teil der Menschen, die bei dieser Katastrophe vor 11 Tagen ums Leben gekommen sind. Wie ist das zu deuten? Hat der Oberschurke Putin die Menschen, die uns anlächeln, persönlich umgebracht? Aber vielleicht hilft uns der Text des Leitartikels bei dieser Frage weiter. Der Anfang des Artikels lautet wie folgt: Ende der Feigheit. Europa muss Putin für den Abschuss von Flug MH17 zur Rechenschaft ziehen. Die Absturzstelle von Flug MH17 ist ein Albtraum, der Europa heimsucht. Noch immer liegen Leichenteile zwischen Sonnenblumen. 298 Unschuldige sind hier ermordet worden. Die Welt wurde Zeuge, als marodierende Banditen in Uniform die Toten bestahlen, ihnen die Würde nahmen. Hier in der ostukrainischen Einöde hat sich Putins wahres Gesicht gezeigt. Der russische Präsident steht enttarnt da, nicht mehr als Staatsmann, sondern als Paria der Weltgemeinschaft. Die Toten von Flug MH17 sind auch seine Toten. Er ist für den Abschuss mitverantwortlich und es ist nun der Moment gekommen, ihn zum Einlenken zu zwingen, und zwar mit harten wirtschaftlichen Sanktionen. Niemand im Westen zweifelt noch ernsthaft daran, dass das Flugzeug mit einem Buk-Luftabwehrsystem abgeschossen wurde, das die Separatisten höchstwahrscheinlich aus Russland erhalten haben. Einer ihrer Anführer hat selbst zugegeben, dass sie über ein solches System verfügen. Und die Indizienkette ist eindeutig. So lautet der Auszug, den man sich online durchlesen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Artikel der Printversion ähnlich polemisch weitergeht. Wir, der gute Westen also, sind der Richter. Wir müssen Putin, den Verbrecher, zur Rechenschaft ziehen. Auch wenn es so wäre, bräuchte man Beweise, keine Indizien, kein höchstwahrscheinlich. Gab es nicht auch letztes Jahr Indizien dafür, dass die syrische Armee Giftgas gegen die Rebellen eingesetzt hat? Sprach man nicht davon, dass man klare Beweise habe, diese aber seltsamerweise nicht vorgelegt hat? Im Anschluss interessiert es nicht mehr, dass es keine Beweise gab. Ja, dass die Rebellen selbst das Giftgas eingesetzt haben könnten. Wer beschuldigt und dann noch in diesem Ausmaß, muss Beweise liefern. Die Aussage des Spiegels ist ein weiterer jämmerlicher Versuch, Russland und Putin zu diskreditieren. Und ich habe diesen Unsinn satt. Russland, der neue Feind. Ich habe keine Lust mehr auf konstruierte Feindbilder. Ich habe keine Lust mehr auf eine bipolare Welt. Hier und da liest man, klatsch mal mehr. Hier und da liest man von Putin-Verstehern, von Kreml bezahlten Trollen. Auf der anderen Seite unterstellt man, die oder der sei ein Systemling des Westens. Lasst euch einfach nicht aufhetzen. Es gibt nicht nur diese pro-westlichen und pro-russischen Seiten. Es gibt auch Menschen, die dazwischen stehen. Denn es kann ja unmöglich sein, dass die Welt in zwei Lager wieder eingeteilt wird, wie wir es schon im Kalten Krieg hatten. Ich habe in der Schule und beim Studium gelernt, dass im Kalten Krieg sich quasi zwei Systeme gegeneinander standen, bei denen den Menschen quasi von der Propaganda der eigenen Regierung Geschichten erzählt wurde über die andere Seite, die teilweise gar nicht gestimmt haben. Was ich euch damit sagen will,
Wir können meistens die eine Seite oder die eine Ansicht bei uns bekommen. Das sind unsere Medien, wie ARD, ZDF, aber auch der Spiegel gehört dazu. Die Bild ebenso. Andererseits haben wir auch Zugang zu Artikeln aus Russland oder Russia Today, würde euch auch bekannt sein. Das Problem dabei ist, man sollte nicht einfach sich für eine Seite entscheiden. Denn ich bin mir sicher, sowohl im Westen bei uns als auch in Russland wird Propaganda betrieben. Deswegen wollte ich noch mal das betonen. Ich kann diese Russland-Hetze einfach nicht mehr ausstehen. Ich verstehe das nicht. Und viele der Leute, ich habe Bekannte, die steigen drauf ein. Und dann heißt es, Putin ist ja kein Demokrat. Der hetzt gegen Schwule. Die Schwule haben noch kein Leben, bla bla bla. Und es kann so weitergehen. Und jetzt steigert sich diese dämliche Propaganda immer weiter, immer weiter. Putin wird zum Massenmörder erklärt. Und ich bin mir sicher, viele der Menschen werden darauf hineinfallen. Und das ist einfach schade. Und ich sehe mich da in der Aufgabe, dem entgegenzuwirken. Was aber nicht heißen soll, dass ich pro Putin bin. Denn sicherlich hat auch Russland und Putin einiges falsch gemacht in der Ukraine-Krise. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war der Max mit seiner Rede. Und der Nächste, der überlegt sich jetzt mal, was der Johannes Schroth sagt. Das ist ein richtiges Urgestein von Attac. Also der hat was zu sagen. Und der überlegt sich jetzt mal, ob er auch was sagen will. Danke. Ob ich was zu sagen hatte, das müsst ihr entscheiden dann. Ich will euch berichten von einem Spaziergang, den ich vor einer Stunde gemacht habe, vom Augustusplatz bis hierher. In der Krimmerschen Straße hatte sich eine Gruppe ein Plätzchen eingerichtet, natürlich wie alles, auch wie hier das, mit Genehmigung. Und sie stellten in einer Art Performance dar, was zurzeit im Gazastreifen passiert. Es lagen dort Menschen, die sich bedeckt hatten mit einer Art Leichentuch. Diese zeigten, was eine Aussage, die sich also auf diesen schlimmen Krieg bezog. Und eine sympathische junge Frau las, verlas ihre Meinung zu diesem Konflikt. Irgendwann kamen mal zwei junge Männer und schrien dann dazwischen, Lüge, alles Lüge, alles Lüge. Mir wurde in diesem Moment bewusst, dass dieser Konflikt nie zu lösen sein wird, wenn letztlich nicht die Parteien von diesen unsäglichen, ihr seid schuld, und deswegen mussten wir so reagieren, arbeiten, und die Gegenantwort ist, nein, ihr seid schuld, und dann kommen Aufrechnungen, die weit zurückgehen, und jeder glaubt, aus diesen Zahlen und aus dieser Statistik heraus wäre das zu verantworten, was da passiert. Wenn es also nicht gelingt, in die Köpfe hineinzubringen, dass wir im Grunde mit den Köpfen der anderen denken müssen. Wir müssen uns in die anderen hineinsetzen. Und wir müssen wissen, dass auf diese Art und Weise kein Frieden zustande kommt. Partner, in unseren Diskussionen darüber müssten wir zuerst fragen, bist du bereit, willst du Recht haben? Übrigens, das ist jetzt ein Plagiat. Das hat beim letzten Mal, glaube ich, die Christel Hartinger so formuliert. Willst du Recht haben oder willst du Frieden? Ja. Die meisten derjenigen, die über dieses Thema diskutieren, ob sie nun Palästinenser sind oder Anhänger oder Israelis, die wollen Recht haben. Das heißt also,
entweder sie haben nicht begriffen, dass es so keinen Frieden gibt, oder man muss es ihnen also mal deutlich machen. Meine Sympathie gilt den Israelis, die zurzeit in Israel demonstrieren. Es sind noch nicht sehr viele, aber Israel ist ein zerrissenes Land und es gibt sehr viele Menschen in Israel, die das begriffen haben, dass es nur Frieden gibt, wenn man sich sozusagen mit der Meinung der anderen auseinandersetzt und sie respektiert. Natürlich wird jedem klar, was hier gespielt wird. Die Hamas, im Grunde muss man Israel weniger vorwerfen, die Tötung, die da entstanden geht, sondern die Dummheit, wie sie darauf reinfällt, auf diese Art und Weise, wie mit den Toten Politik gemacht wird. Man schießt einfach Raketen ab. Man weiß genau, dass dann die Dinge kommen, die passieren. Man weiß genau, dass es sehr viele Tote gibt. Man weiß, dass die Weltöffentlichkeit reagieren wird und natürlich entsetzt ist. Ja. Man weiß, dass die Unverhältnismäßigkeit der Mittel in der Diskussion eine große Rolle spielen wird. Also im Grunde ist das, was passiert, ist kühl kalkulierte Politik der einen Seite. Genauso wie es kühl kalkulierte Politik der Israelis ist, ihre Siedlungspolitik. Da geht es nicht um Wohnungen für Israelis, sondern da geht es um diese Kette. Wir bauen Wohnungen dort, die Aufregung wird groß sein, sie werden Raketen schießen und die Kette ist wieder da. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Politik im Grunde, dass diese Politik von beiden Seiten ein verbrecherisches Tun ist, was wir verstehen müssen und was wir angehen müssen in der Diskussion. Unsere Solidarität gilt denen, die darunter zu leiden haben, auf palästinensischer Seite und auf der israelischen Seite. Das wollte ich sozusagen als Gedankenanstoß nochmal gesagt haben. Danke, Janusz Roth. Ich freue mich, dass der Ingo Klein noch einen Weg gefunden hat. Ihr könnt euch erinnern, der schon oft hier und am Augustusplatz bei der Friedenswache war. Der weiß, dass wir immer antimilitaristische Nachrichten zum Anfang gestellt haben. Der Thorsten Schleib, der das von Radio Blau und vom Friedensweg immer schon macht, der ist, man glaubt das kaum, der ist tatsächlich im Urlaub. Und der Ingo vertritt dem. Und ich freue mich, dass er da ist. Ingo, komm bitte. Also, ich setze mich auch mal hin. Ich lese auch bloß vor, weil ich kein guter Redner bin, aber ein bisschen aus der Aktualität. Der Herr Totenhofer ist ein Publizist und er berichtet auf Facebook direkt aus Gaza und aus einem dieser Berichte will ich vorlesen. Wahrer Grund dieses massiven Bombenterrors ist nicht die weitgehend wirkungslose und dilettantische Schießerei der Hamas und des islamischen Dschihad, die ich ebenfalls ausdrücklich verurteile. Sie begann nach der Tötung von 6 Hamas-Kämpfern in Gaza und 6 palästinensischen Zivilisten in der Westbank. Aber die sinnfreie Hamas-Ballerei mit den massiven mörderischen Raketenschlägen der Israelis zu vergleichen, ist vollkommen realitätsfremd. Das zeigen schon die bisherigen Zahlen der Todesopfer. Damals waren es 193-0, heute sind es über 1.050. Es geht um die Medienschelte. Schlagzeilen wie Israel unter Beschuss stellen die Tatsachen auf den Kopf. Gaza liegt unter Beschuss. Netanyahu will die Hamas in die Knie bomben, vor allem nachdem sie sich mit der gemäßigten Fatah zusammengeschlossen hat und dadurch das palästinensische Lager gestärkt hat. Die Welt aber nimmt fast alles widerspruchslos hin. Sie lässt zu, dass die Wahrheit über diesen Krieg in fast groteskter Weise auf den Kopf gestellt wird. Auch das ist eine Schande. Und der nächste Beitrag, der bezieht sich auf die Ukraine. Und das ist ein Gastkommentar bei Telepolis gewesen.
von Willy Wimmer. Willy Wimmer ist der ehemalige verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU und er ist der Ex-Vizepräsident der OSZE und der Beitrag heißt, jetzt reicht es und er bezieht sich auf den Ukraine-Konflikt. Es ist ein Auszug und vorher geht es um das Putin-Bashing, was in der Newsweek passiert ist, beziehungsweise was eben auch im Spiegel angesprochen wurde. Und da ging es eben auch mit den Sätzen Blut an den Händen, mit den Worten Blut an den Händen vorher los. Nach jahrelanger Gewöhnung an die entsprechenden Vorgehensweisen stand man dennoch über eine derartige Unverfrorenheit. Zur Vorgehensweise, also wie es seinerzeit mit Hussein gemacht wurde, der wurde ja auch dämonisiert und Gaddafi. So, jetzt geht's weiter. Malaysische oberste Richter, die in der britischen Rechtstradition stehen, haben Spitzenpersonal unserer angelsächsischen Bundespartner in die Kategorie Kriegsverbrecher aufgenommen. Bush und Blair sind nach Ansicht dieser Richterfälle für das entsprechende Tribunal im holländischen Den Haag. Monitor und andere Fernsehprogramme berichten in diesen Tagen vermehrt über die Gräuel, die alliierte Truppen im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz in diesem Land verübt haben. Irak, Syrien, Libyen und Gaza versinken derzeit in einem Meer von Blut und dieses Blut klebt auch und vor allem an amerikanischen Händen. Und dann geht den russischen, und dann gegen den russischen Präsidenten Putin hetzen, wie es schlimmer nicht geht. Putin, der im Zusammenhang mit der Tragödie im Luftraum über der Ukraine nicht nur angemessene Worte gefunden hat, sondern auch seiner Armee angewiesen hatte, nachprüfbare Fakten der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, muss bis heute vergeblich darauf warten, dass man seiner Offenheit von Obama über Cameron, Holland bis Merkel entspricht. Wo sind und bleiben die Aufklärungsergebnisse der in geilen Kirchen stationierten Alex-Gefechtsführungssysteme, die seit langem jeden Winkel der Ukraine im Visier haben? Warum präsentieren die USA nicht die Erkenntnisse ihrer angeblichen dichten Satellitenkette? Stattdessen speist man uns aus der NATO und aus Washington die Weltöffentlichkeit mit angeblichen Informationen aus sozialen Netzwerken ab. Das ist ein unwürdiges Verhalten der Staaten, die zu solchen Mitteln greifen, sei es durch zweifelhafte Mitschnitte angeblich abgehörter Telefongespräche oder, siehe die traditionsreiche Presseagentur Reuters, durch Interviews, die sich später doch nicht so darstellen, wie sie veröffentlicht worden sind. So verhalten sich keine Staaten und Medien, die an Aufklärung interessiert sind. Vielleicht ist das auch kein Wunder, denn es verdichten sich die Hinweise auf die gleichzeitig mit MH17 in der Luft befindliche Maschine mit dem russischen Präsidenten Putin an Bord. Sie flog demnach 30 Minuten hinter der malaysischen Unglücksmaschine und war verspätet. Noch schlimmer ist allerdings die durch die westlichen Staaten hingenommene Vorstellung, als könnte die Maschine über Separatistengebiet nicht nur abgeschossen worden, sondern auch genau dort zu Boden gegangen sein. Wer jemals mit Flugunfalluntersuchungen, wie auch im Fall der schrecklichen Katastrophe auf dem US-Rammstein-Stützpunkt gewesen ist, der kann doch nur auf die dabei grundlegenden mathematischen Berechnungen im Sinne der von dargestellten Parabeln verweisen. Danach gibt es nicht nur mathematische Gesetzmäßigkeiten für Flugzeuge in 10 Kilometer Höhe, die durch den Vorfall in ein Unglück gestürzt werden. Wenn man diese Gesetzmäßigkeiten, die vom Charakter her allgemeingültig sind, hier zugrunde legt, dann liegt die Entfernung zwischen dem Absturzort und dem Punkt in 10 Kilometer Höhe, wo sich das Unglück mit der Maschine MH17 eingestellt hatte, fast 100 Kilometer westwärts. Alleine schon diese für eine westliche Regierung zu normalen Zeiten zwingende Darstellung hätte das Gebäude der Schuldzuweisungen auch an den russischen Präsidenten Putin erst gar nicht entstehen lassen. Und dann folgt der Schlusssatz, wie sagte doch eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin, jetzt reicht es. Nur dieser Ausruf richtete sich nicht gegen den Präsidenten Putin, sondern an die Adresse des Hausherrn, der Bundeskanzlerin, den NATO-Generalsekretär und vor allem an den amerikanischen Präsidenten Obama. Die NATO hat seit der Bombardierung Belgrads eine Menge fertiggebracht. Jetzt organisiert sie sich zum ersten Mal einen Failing State namens Ukraine und verschweigt ihre Erkenntnisse über MH17. Dankeschön. Danke, Ingo. Danke für die Nachrichten. Und ich gebe jetzt der Josi wieder das Mikro und die wird euch sagen, was jetzt passiert. Ja, ganz unspektakulär. Würden wir jetzt das offene Mikro aufmachen? Wir halten es auch gleich so in der Hand. Danke.
Ja, hallo, ich bin der Martin. Einige kennen mich ja schon von euch. Und ich wollte heute wieder was zur Ukraine sagen. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich die Floskel von, also jeder von euch kennt die, dass man ja selber, auch wenn man die Sachen kritisiert, noch gar nichts machen kann. Und man ist ja nur ein kleiner Popanz hier und kann überhaupt nichts machen. Das stimmt aber nicht ganz. Und jeder von uns kann einwirken und jeder von uns kann etwas bewirken. Und genau in diesem Sinne will ich euch da eine Geschichte dazu erzählen. Da habe ich nämlich am Freitag letzte Woche doch gesehen auf RT, dass die jetzt auch das bisschen angreifende bei Human Rights Watch, was in der Ukraine passiert, und hat denen gleich mal eine E-Mail geschrieben, dass es eigentlich gar nicht in Ordnung ist, was der Kiew einfach mal macht, dass sie halt mit Artillerie auf Wohngebiete und Dörfer und Städte halt einfach reinfeuern, was ja immer gleich Massenmord gleich kommt. Das ist einfach Massenmord. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Und das habe ich halt auch gemeint, dass ich da ein bisschen Unterstützung von denen brauche. Und kurze Zeit, ein paar Stunden schon weniger später, habe ich schon gesehen, dass die Ukraine, Human Rights Watch genau das auch veröffentlicht haben, dass sie halt diesen Artillerieeinsatz in der Ukraine anprangern, dass es falsch ist und dass es nicht zu akzeptieren und nicht zu tolerieren ist. Und haben halt beide Seiten angeprangert, wo ich auch was wieder zu sagen muss. Wenn ich lese, dass die sogenannten Separatisten eine Grad Raketenwerfer haben und die Kiewer Armee 200 Grad Raketenwerfer haben, dann ist die Relation ja wohl klar. Und dann ist ja auch wohl klar, wer hier hauptverantwortlich ist für den Massenmord in der Ukraine. Das sind bestimmt nicht die Separatisten. Und genau das ist halt auch das Problem, dass halt immer versucht wird, in dieser Propaganda das Gegenteil zu erzählen und die Leute zu indoktrinieren. Und das finde ich gut, dass ihr da immer noch hierher kommt und diese billige Propaganda einfach auch nicht glaubt, sonst würdet ihr ja wohl nicht herkommen. Und genauso peinlich ist dieser Versuch jetzt wieder zu behaupten, dass Russland auf ukrainische Stellung schießt, währenddessen ich in allen anderen nicht-westlichen Medien wie Al Jazeera auch lesen kann und sehen kann, wie Kiew bereits auf russisches Territorium mit Artillerie gefeuert hat, mit bereits Todesopfern. Und das wurde alles nachgewiesen und dazu wird überhaupt nichts in unserer Presse erwähnt. Das wird verschwiegen, das wird ignoriert, das ist Beihilfe zum Massenmord. Nichts anderes. Das wollte ich euch nur gesagt und gebe ab an Nächsten. Hallo, liebe Freunde, ich möchte auch noch was zur Ukraine sagen. Es gibt nämlich auch Fakten. Ich muss mal ganz kurz vorher noch mal zu Israel. Die Hamas ist wohl eine Gründung von Israel. Also es ist natürlich eine Untergrund, also nicht offiziell. Aber es ist gewünscht von Israel. Die haben ihre Mittelsmänner. Hamas ist indirekt in den 80er Jahren gegründet worden, um ein Gegengewicht gegen Arafats, Fatah und so weiter zu haben. Dasselbe Spiel, was hier läuft, Teil und Herrsche, zwei Montagsdemos, völlig sinnlos. Und genau ist es dort so, sind zwei Parteien, die Palästinenser, gegeneinander, damit das Ziel gebrochen wird, sozusagen. Das dazu und jetzt nochmal zu MH17, der Absturz der Boeing in der Ukraine. Es gibt klare Fakten und die Fakten werden einfach in den Medien nicht genannt. Es ist ein Fakt, dass die Flugroute dieser Boeing nach Norden abwich und nicht unbedeutend. Das heißt, es war nicht die normale Flugroute. Die Flugroute sonst geht südlicher und wäre nicht über das Kriegsgebiet gegangen. Die ganzen Maschinen vorher sind südlicher geflogen. Also muss einer eine Anweisung geben, wo dieser Pilot lang zu fliegen hat. Die Audioaufzeichnungen aus dem Tower in Kiew sind beschlagnahmt worden und nicht veröffentlicht worden. Wieso denn das? Wenn ich keinen Dreck am Stecken habe, dann kann ich doch sagen, na Moment mal, was ist denn da gesprochen worden im Tower zu der Zeit? Denn Kiew hatte ja immerhin die Hoheit, die Lufthoheit sozusagen. Die haben also gesteuert.
Genauso erstaunlich ist es, dass Russland jetzt Fakten veröffentlicht hat, ihre eigenen Radardaten. Und aus den Radardaten geht hervor, dass ein Abfangjäger aufgestiegen ist zu der Zeit. Unsere Medien wollen ja Kriegspropaganda machen. Spiegel ganz voran, ganz schlimm. Schlimmste Kriegspropaganda. Aber was ist denn mit den Fragen, die noch offen sind? Russland hat 11 klare Fragen gestellt. Eine Liste. Davon wird null beantwortet. Dann haben sie gesagt, wir haben eigentlich keine richtigen Beweise, die stammen nur aus Social Media. Da hat irgendeiner was reingepostet und das ist dann der Beweis. Also, hallo. Wer denkt denn hier noch? Gar keiner. Ja, also, es ist einfach so, es ist ein Abfangjäger aufgestiegen, der wird totgeschwiegen, obwohl das klar. Es gibt Radaraktivität. Das ist auch von Russen nachgewiesen worden. Und zwar ist davor, sie liefen 3-4 Radaranlagen. Am 17. Juli, zum Tag des Absturzes, liefen 9 Radaranlagen. Und danach, jetzt laufen wieder 3. Das können Sie doch mal erklären, wieso eine erhöhte Radaranlagenaktivität? Nichts. Und last but not least ist natürlich noch andere Sachen, die hier, ich sag mal, einfach unter den Tisch gekehrt werden. Die Flugschreiber, ein wichtiges Element, sind definitiv nicht manipuliert worden. Es hieß, die geben wir nur raus an ein internationales Komitee. Was hat aber hier die Leute im Hintergrund hingekriegt? Die Flugschreiber sind an malaysische Behörden, die haben sie an Niederlande und die haben es an England. Super, da haben wir ja einen Partner, der total unvoreingenommen ist. Also England wertet die Flugschreiber aus, na hallo. Also ich sage mal, da kann man nicht viel drauf Wert legen. Also ich sage euch nur, bleibt wachsam und seid auf der Hut. Okay, tschüss.